Grenzgänger sind sie alle beide. Für David Bergmüller an der Laute und David Orlowski an der Klarinette sind Genregrenzen bestenfalls zum Sprengen da. Musik für ihre beiden Instrumente gibt es nicht. Die beiden machen sie. Wir sind, glaube ich, wirklich das erste Duo in dieser Besetzung. Bei uns stand sich im Vordergrund, dass wir zusammenarbeiten wollten und weniger, welche Instrumente wir spielen. Und wir haben uns getroffen für erste Sessions. Und es war klar, dass wir was zusammen machen wollen. Zusammen machen heißt jetzt gerade Tonaufnahmen für ein Album auf Schloss Elmau im Wettersteingebirge. Das ist schon hier ganz ein besonderer Ort. Gerade mit der Natur, die so im Raum ist, so Teil hat. Sonne, Fels und Fichten draußen vor den Fenstern. Ich könnte mir das wirklich, glaube ich, den ganzen Tag anschauen. Das ist wie so eine Meditation. Und ein Wald aus Mikrofonen drinnen. Auch der Raum soll eingefangen werden und mit ihm die Atmosphäre. Innerhalb einer Woche wird jetzt aufgenommen, was beide Musiker jahrelang entwickelt haben. Wir haben uns wirklich Zeit gelassen, eigentlich. Ungewöhnlich viel Zeit, 3 Jahre oder 2 Jahre haben wir uns immer wieder getroffen und das wirklich ganz langsam wachsen lassen, das Programm. Große Klassiker des Frühbarock gehören mit dazu. Es ist schon sehr viel Lyrisches und Gesangliches, was wir aus der alten Zeit genommen haben. Ja. Wir haben Songs gewählt, die uns berühren, die funktionieren für unsere Instrumente. Wir nehmen den Subtext daraus und spielen mit diesem Subtext. Dass seine Klarinette singen kann, hat David Orlowski längst bewiesen. Die letzten 20 Jahre war er der deutsche Klezmer-Star. Eine Zeit, auf die er, trotz der Trennung von seinem Trio, mit 2 lachenden Augen schaut. Dass ich Klezmer spiele, ist meine Persönlichkeit. Und das ist wie so ein Filter, durch den die Musik durchläuft und das färbt. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn ich Mozart spiele, ist es Mozart. Woran es nicht den geringsten Zweifel gibt. Ich komme aus Tübingen und ab und zu mal, wenn ich in Berlin bin, rutscht mir eine schwäbische Einfärbung raus. Und genau das Gleiche passiert in der Musik auch. So ein leichter Klezmer-Akzent wird auch auf dem neuen Album hin und wieder hörbar sein. Als heimlicher Bestandteil des Programms, das die beiden in der Corona-Pause ausgebrütet haben. Und mit dem sie jetzt vor allem eines wollen: raus. Im Grunde war das jetzt eine sehr wertvolle Zeit für diese Platte. Für die Ausrichtung, für das Feilen an den Stücken. Und wir sind jetzt auch wahnsinnig hungrig, einfach wieder zu spielen. Wir freuen uns so drauf, das jetzt zu teilen, das zu zeigen, das jetzt in die Interaktion zu gehen. Langsam füllt sich ihr Kalender mit Konzertterminen. Wenn er voll ist und die Tournee beginnt, wird ihre Platte fertig sein.